بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Im Namen Allahs des Allerbarmherzigen und Herzigen, Allahs Segen und Heil, Barmherzigkeit seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir haben im letzten Tafsir-Unterricht den ersten Teil von Surat al-Nazi'at bereits erläutert. Und wir werden heute inshallah ta'ala den Rest uns vornehmen. Zunächst einmal beginnen wir, wie gewohnt, die Ayat vorzulesen. Und ich lese die gesamte Sura in übersetzter Sprache vor. Im Namen Allahs des Allerbarmherzigen, des Barmherzigen, bei den mit Heftigkeit Entreißenden und den leicht Herausziehenden und den unbeschwert Dahingleitenden, den allem Vorauseilenden, den eine Angelegenheit Regelnden, am Tag, da das Zittern einsetzt und das Nächste hinterherfolgt, gewisse Herzen werden an jenem Tag beunruhigt klopfen und ihre Blicke werden demütig sein. Sie sagen, sollen wir denn wirklich aus den Gräbern zurückgebracht werden, wenn wir zu verrotteten Knochen geworden sind? Sie sagen, das wäre dann eine verlustreiche Wiederkehr. Es wird nur ein einziger erschreckender Schrei sein und sogleich sind sie auf der Oberfläche. Ist zu dir die Geschichte Musas gekommen, als sein Herr ihn im geheiligten Tal Tua rief, geh zu Pharaon, denn gewiss er überschreitet das Maß an Frevel. Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir beim letzten Mal durchgenommen. Dann sag, hast du nicht den Wunsch, dich zu läutern und dass ich dich zu deinem Herrn recht leite, sodass du gottesfürchtig wirst? Da zeigte er ihm das größte Zeichen. Er aber erklärte es für Lüge und widersetzte sich. Hierauf kehrte er den Rücken und ging eilig weg. Da versammelte er das Volk und rief dann aus. Er sagte, ich bin euer höchster Herr. Da ergriff Allah ihn als warnendes Beispiel für das Jenseits und das Diesseits. Darin ist wahrlich eine Lehre für jemanden, der gottesfürchtig ist. Seid etwa ihr schwerer zu erschaffen oder der Himmel? Er hat ihn aufgebaut. Er hat seinen höchsten Teil emporgehoben und ihn dann zurechtgeformt. Und er hat seine Nacht finster gemacht und seine Morgenhelle hervorkommen lassen. Und die Erde, er hat sie danach hingebreitet. Er hat aus ihr ihr Wasser und ihre Weide hervorkommen lassen. Und die Berge, er hat sie fest gegründet. Dies als Nießbrauch für euch und euer Vieh. Wenn dann der größte überwältigende Umsturz kommt, am Tag, da der Mensch das bedenkt, worum er sich bemüht hat, und zum Erscheinen gebracht wird der Höllenbrand für jeden, der sieht. Was denjenigen angeht, wer das Maß an Frevel überschritten und das diesseitige Leben vorgezogen hat, gewiss, so wird der Höllenbrand ihm Zufluchtsort sein. Was aber jemanden angeht, der den Stand seines Herrn gefürchtet und seiner Seele die bösen Neigungen untersagt hat, so wird der Paradiesgarten ihm Zufluchtsort sein. Sie fragen dich nach der Stunde, wann sie bloß feststehen wird. Was hast du über sie zu erwähnen? Zu deinem Herrn ist ihr Endziel. Du bist nur ein Überbringer von Warnungen für jemanden, der sie fürchtet. Am Tag, da sie sehen, wird ihnen sein, als hätten sie nur einen Nachmittag verweilt. Am Tag, da sie sehen, wird ihnen sein, als hätten sie nur einen Nachmittag verweilt oder seinen dazugehörigen Vormittag. Beim ersten Mal haben wir, liebe Geschwister, über die ersten 17 Ayat ungefähr gesprochen, aus Surat al-Nazi'at, Surah 79. Und wir haben erwähnt, dass Allah Azza wa Jal geschworen hat bei 5 seiner Geschöpfe, dass der Tag der Auferstehung eintreffen wird. Daraufhin hat er, subhanahu wa ta'ala, die Menschen
oder manche der Menschen am Tag der Auferstehung beschrieben, wie es ihnen ergehen wird. Und im Grunde genommen geht es an dieser Stelle um diejenigen Menschen, die nicht an den Tag der Auferstehung glauben. Sie glauben, dass wenn sie gestorben sind und zu verrotteten Knochen geworden sind, nicht auferweckt werden. Aber Allah Azza wa Jal macht ihnen klar, dass dies in 0, nichts der Fall sein wird. Es wird nur ein einziger erschreckender Schrei sein und sogleich sind sie auf der Oberfläche der Erde. Die Sache ist viel einfacher für Allah subhanahu wa ta'ala, als man sich vorstellen kann. Und danach spricht er subhanahu wa ta'ala über die Geschichte von Musa. Ist zu dir die Geschichte Musas gekommen? Musa auf Arabisch, der arabische Name für Moses. Und wir haben gesagt, dass eine der Weisheiten, warum Allah subhanahu wa ta'ala diese Geschichte jetzt an dieser Stelle erwähnt, ist als eine Art Trost für den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Denn genauso wie Moses alaihi salatu wasallam zu einem Tyrann entsandt worden ist, der nicht an den Tag der Auferstehung glaubte, vielmehr beschrieb er sich selbst sogar als Gott, möge Allah uns davor bewahren, genauso ist auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu mehreren Tyrannen entsandt worden, die auch den Tag der Auferstehung geleugnet haben. Insofern ist für jeden Da'iyah im Koran al-Karim, Da'iyah ist eine Person, der durch Wort und Tat zur Religion Allahs einlädt, für jeden Da'iyah befindet sich im Koran al-Karim nicht nur Trost, sondern auch Vorbilder, wie man umzugehen hat. Und so konnte der Prophet alaihi salatu wassalam auch daraus lernen, wie man jemanden zum rechten Weg einlädt. Wir steigen gleich in der 17. Aya ein. Geh zu Pharaon, also Allah spricht zu Moses, geh zu Pharaon, denn gewiss er überschreitet das Maß an Frevel. Und durch diesen Befehl Allahs an Musa wissen wir, dass Musa ein Rasul ist, ein Gesandter Allahs ist, das heißt ein Botschafter ist, der genau diese Botschaften an ihn übermitteln soll. Geh zu Pharaon, das ist der arabische Name für Pharao, so nannte man die Könige Ägyptens, das heißt, es ist nicht unbedingt sein Eigenname, sondern so nennt man die Könige Ägyptens, genauso wie man die Könige Roms Kaiser nannte. Geh zu Pharaon, denn gewiss, er überschreitet das Maß an Frevel. Pharaon hat das Maß an Frevel in jeglicher Hinsicht überschritten. Er hat es in erster Linie überschritten in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala oder ich kann auch sagen in Bezug auf seiner selbst, denn er hat sich über die Stufe gestellt, die ihm eigentlich zusteht. Er ist ein Diener und Sklave Allahs, er ist ein Geschöpf. Er hat sich allerdings selbst auf die Stufe Allahs erhöht, möge Allah uns davor bewahren, was nachher zu seinem Verhängnis geworden ist und das Verhängnis eines jeden überheblichen Menschen ist. Er überschreitete das Maß oder überschritt das Maß an Frevel auch in der Hinsicht, dass er Menschen getötet hat. Jeder Mensch, der ihm ein Dorn im Auge war, hat er einfach getötet und er wird am Tag der Auferstehung dafür ebenfalls zur Rechenschaft gezogen werden. Und er hat das Maß an Frevel überschritten, indem er die Pflichten Allah subhanahu wa ta'ala vernachlässigt hat. Und vieles. Und deswegen Allah azza wa jal hat nicht näher definiert in dieser Ayah, was er genau gemacht hat, weil er hat vieles getan. Aber eine entscheidende Sache hat er getan, wie wir gleich im Verlauf der Ayat lesen werden. Allah sagte, sinngemäß übersetzt heißt es, dann sag, hast du nicht den Wunsch, dich zu läutern? Und dass ich dich zu deinem Herrn recht leite, sodass du gottesfürchtig wirst. An diese Aya, Allah subhanahu wa ta'ala bringt also Moses bei, wie er Da'wah zu machen hat. Und wir erkennen mehrere Angelegenheiten. Und zu der wichtigsten Angelegenheit überhaupt gehört, dass Musa alayhi salatu wassalam als erstes den Pharaon zu La ilaha illallah eingeladen hat. Weil das ist die
Quintessenz der gesamten Botschaft und das Entscheidende überhaupt. Aber die Frage ist auch, wie man das zu machen hat. Er hat ihn also erinnert daran, dass er einen Herrn hat, einen Rabb hat. Und der Herr, der Rabb, ist derjenige, der alles erschaffen hat und der sie alle versorgt. Und er hat ihm dadurch auch mitgeteilt, dass er, Musa, der Gesandte Allahs ist. Weil er hat, das heißt, oder besser gesagt, eine Person ist, die ihn zum Weg Allahs subhanahu wa ta'ala einlädt und ihm helfen möchte. Und ihm nicht das Gefühl, er hat ihm nicht das Gefühl gegeben, dass Musa etwas von ihm haben möchte. Sondern im Gegenteil, Musa kann ihm etwas geben. Und ganz wichtig ist auch die Art und Weise, wie Musa alayhi salatu wassalam Pharaon zu La ilaha illallah eingeladen hat. Er hat ihm nicht einen Befehl gegeben. Er hat nicht die Befehlsform, den Imperativ verwendet und ihm gesagt, du hast dich deinem Herrn zu unterwerfen zum Beispiel. Warum? Weil diese Art von Befehl fruchtet nicht, wenn man mit jemandem spricht, der selbst überheblich ist. Deswegen, wenn man weiß, dass eine Person ein Herz aus Stein hat, dann muss man dementsprechend weiche Worte finden, um sein Herz zu gewinnen. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala an anderer Stelle im Koran al-Karim zu Moses und seinem Bruder Aaron, Musa und Harun, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. So sprecht ihr beide zu ihm weiche Worte, auf dass er gedenken möge. Und das hat Musa a.s. an dieser Stelle getan. Hast du nicht den Wunsch, möchtest du denn nicht gerne auch wie die anderen rechtgeleitet werden, möchtest du dich nicht läutern, das heißt reinigen. Reinigen vor was? Vor dem Schirk und vor dem Kufr, der in deinem Herzen ist. Aber er hat das nicht so ausgesprochen. So, warum? Weil dann wäre es ja ein Vorwurf gewesen. Und wer mag gerne Vorwürfe hören? Er hat ihm nur gesagt, möchtest du nicht gerne dich läutern, dich reinigen, innerlich und äußerlich. Und normalerweise jeder gesunde Mensch sagt, natürlich möchte ich. Weise mich auf den Weg hin. Und dass ich dich zu deinem Herrn recht leite, sodass du gottesfürchtig wirst. Das ist das Ziel des Ganzen. Du sollst dich Allah subhanahu wa ta'ala unterwerfen und ihn alleine fürchten. Und das Wort, was im Arabischen verwendet worden ist, Fatakhsha, das Verb heißt Khashiyah, und Khashiyah heißt nicht nur fürchten, sondern Ehrfurcht haben. Und damit soll gesagt werden, es gibt einen Unterschied zwischen Angst, die man verspürt, zum Beispiel natürlicherweise, hat der Mensch Angst vor dem, was er nicht kennt, Angst vor Schmerzen und so weiter und so fort. Das ist eine natürliche Art von Angst. Aber es gibt auch eine Angst im Sinne von Furcht, die dadurch entsteht, dass man Respekt vor jemandem hat. Oder allgemeiner gesagt, man fürchtet jemanden aufgrund bestimmter Informationen, die man über ihn hat. Das heißt, du hast Wissen von einer Sache oder von einer Person, in diesem Fall Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala, und dieses Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala bringt dich dazu, ihn zu fürchten, dich vor ihm vorzusehen. Und das ist es, was hier gemeint ist, und deswegen sagte Allah azza wa jal in einer anderen Surah im Koran, innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, sinngemäß übersetzt, nur die Gelehrten sind es, die Allah fürchten. Nur die Gelehrten sind es von seinen Dienern, die Allah fürchten. Und das Wort, was Allah verwendet hat mit fürchten hier, ist wieder das gleiche Wort Khashiyah. Warum? Weil die Gelehrten, sie fürchten Allah. Warum fürchten sie Allah? Weil sie über Allah Bescheid wissen. Und diejenigen, die nicht über Allah Bescheid wissen, die Atheisten und alle Menschen, die sich nicht auskennen über Allah subhanahu wa ta'ala, sie fürchten Allah nicht und deswegen machen sie, was sie wollen. Deswegen begehen sie Verbotenes, sie essen Verbotenes, sie trinken Verbotenes, schauen Verbotenes an. Warum? Weil sie Allah subhanahu wa ta'ala in ihren Herzen nicht so fürchten wie die Gelehrten. Deswegen, die wahren Gelehrten sind wer? Diejenigen, die die Religion Allah subhanahu wa ta'ala umsetzen.
Da zeigte er ihm das größte Zeichen. Aus der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala ergibt sich, dass Musa nicht nur ihn aufgerufen hat zu La ilaha illallah. Das hätte normalerweise ausgereicht. Auch unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat an manche Herrscher nur einen Brief geschrieben. Und da war kein Wunder dabei. Er hat ihm einen Brief geschrieben, das war's. Warum? Weil jeder Mensch wird geboren gemäß seiner Fitra. Und die Fitra ist der Islam. Das heißt, dass du La ilaha illallah akzeptierst und daran glaubst. Jeder Mensch wird geboren mit La ilaha illallah. Und wenn jetzt der Mensch erinnert wird an La ilaha illallah, dann wird er an etwas erinnert, was eigentlich in seinem Herzen, im tiefsten Herzen verankert ist schon. Und es gibt keinen Menschen, der einen Grund hat, La ilaha illallah abzulehnen. Weil jeder Mensch weiß, dass er vor ein paar Jahren noch gar nicht auf der Welt war. Jeder Mensch weiß, dass jemand ihn auf diese Welt gesetzt hat. Und jetzt sagt man zu dir, bete denjenigen an, der der Grund dafür gewesen ist, dass du erschaffen worden bist. Und das ist eine Sache, die kann jeder Mensch nachvollziehen. Unterwerfe dich demjenigen, der dir alles gegeben hat. Sei ihm dankbar und nicht jemand anderes. Und diese Fitra, die in jedem Menschen drin ist, es reicht, wenn man den Menschen dazu aufruft. Es bedarf keiner großen Wunder. Die zusätzlichen Wunder, auf Arabisch Mu'jiza, sind eine zusätzliche Rahma, Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, die er manchen seiner Diener hat zuteilkommen lassen. Wobei, wie wir gesagt haben, diese Wunder, die haben auch zwei Seiten. Die eine Seite ist, dass ein Wunder ist normalerweise so klar, dass man glauben muss. Aber die Tatsache ist, nicht jeder Mensch hat geglaubt. Das heißt, nicht jedes Wunder hat dazu geführt, dass die Menschen, die es gesehen haben, auch tatsächlich dann La ilaha illallah gesagt haben. Und das Ergebnis ist dann natürlich umso schlimmer, denn wenn eine Person ein Wunder sieht und dann nicht glaubt, ist sie noch schlimmer als eine Person, die kein Wunder gesehen hat und nicht geglaubt hat. Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala, zeigte ihm riesige Zeichen. Und besonders an dieser Stelle, diese Ayah wurde ausgelegt mit besonders zwei großen Zeichen. Das Zeichen mit der Hand und das Zeichen mit dem Stock. Und so hat das auch Mujahid, rahimahullah, ausgelegt in dieser Ayah. Also zwei Wunder, die er direkt mit eigenen Augen sehen kann. Stellt euch vor, ein Stock, der wird geworfen und wird zu einer richtigen Schlange. Das ist etwas, was nur Allah subhanahu wa ta'ala machen kann. Aber die Antwort des Pharaon war diejenige Antwort eines jeden ungläubigen Menschen, der sich verweigert. Deswegen sagt man auch manchmal, ein Kafir bezeichnet manchmal auch als Glaubensverweigerer. Er erklärte es für Lüge. Er sagte einfach, das ist Zauberei. Und das Wort Sihr im Arabischen passt immer ganz gut, und auch im Deutschen das Wort Zauberei passt gut, weil was ist denn das Besondere an der Zauberei? Das Besondere an der Zauberei ist, dass nur wenige Menschen wissen, wie sie funktioniert. Und wenn das die wenigsten wissen, dann kann man das immer als Argument verwenden, weil die meisten verstehen sowieso nicht, was Zauberei ist. Dann sagst du einfach, das war Zauberei, fertig. Und dann sagen die anderen, ach so, stimmt ja. Weil die wissen ja nicht, was es ist. Und sie glauben das. Und später, wie wir wissen, aus anderer Sura, was jetzt in der Sura nicht erwähnt wird, hat ja Musa a.s. sich an einem Tag, heißt Yawm al-Zina, getroffen, dann mit Pharaon und den Zauberern von Pharaon. Und was ist da geschehen? Da ist er dann, hat dann Musa a.s. dieses Wunder noch einmal vorgeführt, mit dem Stock. Und die Zauberer, die wirklichen Zauberer, Sahara auf Arabisch, von Pharaon, die haben das gesehen und sie haben verstanden, dass das kein Sihr ist. Warum? Weil sie waren Gelehrte der Zauberei. Alle anderen Menschen haben keine Ahnung gehabt. Man sagt ihnen Zauberei, sagen sie, ach so, das stimmt, weil sie haben eh keine Ahnung davon. Aber die Gelehrten der Zauberer, sie haben das verstanden. Und deswegen haben sie sich Allah subhanahu wa ta'ala dann für ihn niedergeworfen und den Islam angenommen und La ilaha illallah gesagt. Wie dem auch sei, Pharaon und die Leute seinesgleichen, sie erklären diese Sachen einfach für Lüge und widersetzen sich, das heißt,
sie gehorchen. Er hat Musa a.s. nicht gehorcht und hat den Glauben abgelehnt. Hierauf kehrte er den Rücken und ging eilig weg. Oder auch er bemühte sich, wie es auch in der Fußnote heißt, weil das Wort Yes'a muss nicht unbedingt bedeuten, also das Wort im Arabischen Yes'a kann bedeuten, dass man sich beeilt, etwas zu machen, kann aber auch bedeuten, dass man sich Mühe gibt, etwas zu machen. Und deswegen Allah sagte im Koran, Surat al-Jumu'ah, Fas'au ila dhikrillah. Oder ihr glaubt, wenn zum Gebet am Freitag gerufen wird, dann begebt euch zum Gedenken Allahs. Und es wäre falsch zu sagen, dann beeilt euch zum Gedenken Allahs, aus mehreren Gründen, unter anderem, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns erklärt, dass man nicht zur Moschee rennen darf, wenn man den Gebetsruf oder die Iqama schon hört. Hierauf kehrte er den Rücken und ging eilig weg. Da versammelte er das Volk, natürlich kehrte er den Rücken, ist auch eine unverschämte Geste von ihm. Wie kann man so etwas einem Menschen antun, der mit einem redet? Wie kann man das dann mit einem Muslim machen? Wie könnte man das dann auch noch mit einem Propheten machen, mit einem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam? Da versammelte er, das heißt, er versammelte das Volk, das Wort das Volk steht im Arabischen nicht drin, aber das denkt man sich dazu, und rief dann aus. Und jetzt sah er sich in seiner Machtstellung in Gefahr, oder er sah seine Macht in Gefahr. Er sah, dass seine Machtstellung war durch seine Leute. Pharaon war nur mächtig, weil die Leute um ihn herum ihm diese Macht verliehen haben. Und unter anderem die Zauberer. Aber Musa a.s. hat jetzt in den Augen von Pharaon einen noch größeren Zauber hervorgebracht. Und deswegen hat er jetzt Angst um seine eigene Machtstellung. Und deswegen hat er die Leute versammelt und sie an sich selbst erinnert und gesagt, Ana, ich, Rabbukumul A'la, ich bin euer höchster Herr. Und das war sein Verhängnis. Das war sein Verhängnis, denn dadurch hat er sich auf die Stufe Allah subhanahu wa ta'ala gesetzt, wo er nicht hingehört. Und er hat behauptet, ein Teilhaber Allah subhanahu wa ta'ala zu sein, in Bezug auf seine Rububiyya. Vielmehr hat er sogar die Rububiyya für sich alleine beansprucht. Und in einer anderen Ayah im Quran al-Karim sagte Pharaon sogar, Ma lakum min ilahin ghayri. Er sagte, ihr habt außer mir keinen Gott. Insofern hat Pharaon, möge Allah ihn erniedrigen, verfluchen, er hat nicht nur die Rububiyya beansprucht, sondern auch die Uluhiyya. Das heißt, er hat nicht nur beansprucht, dass er der Herr des Universums ist, sondern er hat sogar beansprucht, dass er, möge Allah uns davor bewahren, anbetungswürdig ist und ein Gott sei. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in der 25. Ayah, sinngemäß übersetzt, da ergriff Allah ihn als warnendes Beispiel für das Jenseits und das Diesseits. Allah subhanahu wa ta'ala lässt solche Aussagen nicht unbestraft. Allah hat Geduld, subhanahu wa ta'ala. Es kann sein, dass er seinem Diener viel Zeit lässt, aus Barmherzigkeit von ihm, dass er sich Allah reuevoll zuwendet. Aber man darf nicht denken, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Sünden vergisst, die der Mensch gemacht hat. Und deswegen, das ist jetzt eine Übersetzung, wie ich vorgelesen habe, da ergriff Allah ihn als warnendes Beispiel für das Jenseits und das Diesseits. Aber es gibt auch eine zweite Übersetzung. Nakal al-akhirati wal-ula, al-akhira wurde hier übersetzt als das Jenseits. Und al-ula wurde übersetzt als das Diesseits. Aber in einer zweiten Übersetzung, oder zweiten Tafsir heißt es, al-akhira, das letzte, ja'ni Wort. Al-ula, das heißt das erste Wort. Was ist ein Wort? Ein Wort ist eine Aussage. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn ergriffen, hat ihn bestraft, hat ihn vernichtet
aufgrund seiner letzten und aufgrund seiner ersten Aussage. Was ist die erste und die letzte Aussage? Das habe ich euch gerade gesagt. Und zwar eben, dass er die Göttlichkeit beansprucht hat und dass er das Herrschaftsein beansprucht hat. Und deswegen, in dieser Ayah sagte er, ich bin euer Rabb. Das ist das letzte Wort. Al-Akhira. Nakal al-Akhira. Al-Akhira ist das letzte Wort, ist eben, dass er behauptete, Rabb zu sein. Und Al-Ula, das erste Wort, war, dass er gesagt hat, Ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Ich kenne für euch keinen anderen Gott außer mich selbst. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn für diese beiden Worte vernichtet. Und Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma sagte, zwischen diesen beiden Aussagen von Pharaon liegen 40 Jahre. Zwischen diesen beiden Aussagen von Pharaon liegen 40 Jahre. Was darauf hinweist, wie wir gesagt haben, Allah azza wa jal vergisst nicht die Sünde eines Menschen, die er im Alter von 20 Jahren gemacht hat. Und wenn er denkt, dass er mit 60 dann die Sünde von 20 Jahren oder die letzten Sünden vergessen hat und dass Allah das auch vergessen hat, dann ist er weit in der Irre. Darin ist wahrlich eine Lehre für jemanden, der gottesfürchtig ist. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Und wie auch hier heißt es hier, für jemanden, der Allah fürchtet. Das heißt, für jemanden, der Allah aufgrund solcher Geschichten fürchtet. Jemand, und wer ist derjenige, der Allah fürchtet? Gemeint ist der gläubige Mensch. Und manche Gelehrte haben gesagt, dass der Grund, weswegen Allah subhanahu wa ta'ala am Anfang geschworen hat, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَى وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَى, die ersten fünf Ayat, manche sagen, das ist genau die Ayah, die Allah betonen wollte, als hätte er gesagt, ich schwöre euch bei An-Nazi'at, An-Nashitat und so weiter, dass in dieser Geschichte zwischen Moses und dem Pharao wahrlich eine Lehre ist für jemanden, der gottesfürchtig ist. Nach dieser Geschichte wendet sich Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Aussage wieder den ungläubigen Menschen zu, die nicht an den Tag der Auferstehung glauben. Diejenigen Menschen, sie denken, dass sie auf dieser Erde leben wie die Tiere und wie die Pflanzen und sie sterben werden und nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Sie denken, alles, was sie machen, ist sinnlos. Allah fragt sie, seid ihr etwa schwerer zu erschaffen? Ist der Mensch etwa mit seinem Kopf und seinen Augen und seinen Händen und Füßen, ist dieses Gebilde, dieses kleine Gebilde, das gerade mal 1,80 Meter groß ist, ist dieses Gebilde schwerer zu erschaffen, ganz logisch gedacht, als der Himmel, den man sich vor sich sehen kann. Der Himmel in seiner, in Anführungsstrichen, unendlich großen Weite. Dieser Himmel, der Geschöpfe beinhaltet, die um ein Vielfaches größer sind, nicht nur als der Mensch, sondern als der Planet, in dem der Mensch sich befindet, auf dem er sich befindet, sogar als das System, in dem der Mensch sich befindet, das Sonnensystem, der Mensch sich befindet. Einfach logisch betrachtet. Wenn jemand Himmel und Erde erschaffen hat, ist es dann für ihn einfacher oder schwerer, einen solchen Menschen zu erschaffen? Und die Antwort eines jeden gesunden Verstandes lautet, dass das Geschöpf von Himmel und Erde viel größer und viel schwieriger und viel gewaltiger ist als dieser einfache Mensch. Seid ihr etwas schwerer zu erschaffen? Gemeint ist nach dem Tod. Denkt ihr, nachdem der Mensch am Anfang, er war gar nichts, er wurde aus nichts erschaffen. Und plötzlich ist er da, er ist nur zerfallen. Ist das etwas schwieriger als oder die Schöpfung von Himmel und Erde? Und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala sagte in einer anderen Stelle im Koran al-Karim, dass die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala
wieder lebendig zu machen, nachdem sie tot war, ist noch einfacher, als sie am Anfang hervorzubringen war. Das heißt, für Allah subhanahu wa ta'ala, er sagte, وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. Das heißt, die Schöpfung noch einmal lebendig zu machen, nachdem sie gestorben ist, ist für Allah noch einfacher als vorher. Und hier sehen wir Argumente für jeden gläubigen Menschen, wenn er mit Menschen redet, die nicht an den Tag der Auferstehung glauben, dass man ihnen das geben kann und damit argumentiert. Deine Aufgabe ist es, den Menschen diese Information zu geben. Ob der Mensch diese Information annimmt oder nicht, das ist eine andere Sache. Das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es, mit den Argumenten, die Allah dir gegeben hat, einen anderen versuchen zu überzeugen, auf dass du die große Belohnung erhältst, die jeder Da'i erhält, wenn er zu Allahs Religion einlädt. Er hat ihn aufgebaut, den Himmel. Er hat seinen höchsten Teil emporgehoben. Der höchste Teil, manche Gelehrte sagen, As-Samk ist das Dach. Er hat seinen höchsten Teil emporgehoben und die dann zurechtgeformt. Also den Menschen hat er auch zurechtgeformt, aber was ist schwieriger? Und er hat seine Nacht finster gemacht. Alles Dinge, das sind alles eine Demonstration seiner Rububiyya subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala zeigt, wie seine Macht sich äußert in seinen Geschöpfen, die noch größer sind als der Mensch und die Tiere und die Dschinn. Und er hat seine Nacht finster gemacht, etwas, worauf ihr Menschen keinen Einfluss habt. Selbst wenn ihr das ganze Licht der Welt, selbst wenn ihr alle Lampen der Welt anzünden würdet oder einschalten würdet, ihr könnt die Nacht nicht wegmachen. Die Nacht umfasst alles. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Die Nacht ist wie ein Kleid gemacht, das alles umhüllt. Und seine Morgenhelle hervorkommen lassen. Und die Erde, er hat sie danach hingebreitet. Das heißt, offensichtlich befand sich die Erde, bevor sie Allah subhanahu wa ta'ala hingebreitet hat, in einem anderen Zustand. Manche sehen darin einen Konflikt, weil in dieser Ayah heißt es, er hat also den Himmel erbaut und danach hat er die Erde ausgebreitet. Und in Surat Fussilat, Surah Nummer 41, Seite 477, heißt es in der 9. Ayah, sag, wollt ihr denn wirklich denjenigen verleugnen, der die Erde in zwei Tagen erschaffen hat und ihm andere als seinesgleichen zur Seite stellen? Das ist der Herr der Weltenbewohner. Und dann springen wir zur 11. Ayah, da heißt es, hierauf wandte er sich dem Himmel zu, während er noch aus Rauch bestand, und sagte dann zu ihm und zur Erde und so weiter und so fort. Manche sehen darin einen Konflikt, was die Reihenfolge der Schöpfung angeht. War es zuerst die Schöpfung der Erde oder war es zuerst die Schöpfung des Himmels? Und die Wahrheit ist natürlich, es gibt überhaupt gar keinen Konflikt. Und der Konflikt befindet sich nur im Kopf einer Person, entweder weil sie nicht ausreichend geforscht hat oder weil sie es einfach selbst nicht verstanden hat oder weil sie eine schlechte Absicht hat. Und manche Gelehrte sagen, dass die Erde zuerst erschaffen worden ist und dann der Himmel. Warum? Weil der Ausdruck im Arabischen in der 30. Ayah von Surat An-Nazi'at وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, es wurde hier übersetzt als und die Erde, er hat sie danach hingebreitet. Danach heißt normalerweise danach. Das heißt eine zeitliche, es geht um einen zeitlichen Faktor. Erst das eine und danach das andere. Aber im Arabischen bedeutet das Wort ba'da dhalika nicht unbedingt danach. Im Arabischen, wenn wir Surat Al-Qalam aufschlagen, Seite 564, das ist Surah Nummer 68, lesen wir in der 13. Ayah, auf Arabisch, عُتُلٍ
ba'da dhalika zanin. Da kommt das Wort ba'da dhalika vor und schaut mal im Deutschen nach, wie das übersetzt worden ist. Einen von großem Benehmen und darüber hinaus einem Eindringling. Das Wort ba'da dhalika wurde hier übersetzt mit darüber hinaus. Ba'da dhalika. Das heißt also, das Wort im Arabischen ba'da dhalika kann auch bedeuten darüber hinaus. Das heißt, er hat den Himmel erbaut und darüber hinaus hat er die Erde hingebreitet. Das heißt, es geht überhaupt nicht mehr um einen zeitlichen Faktor, sondern das eine und außerdem das andere auch. Ja. Und wie gesagt, weder die eine Ayah noch die andere Ayah bedeutet eine klare Reihenfolge der Schöpfung. Und das ist auch absolut irrelevant. Aber es gibt halt nur manche Leute, die natürlich keine Muslime sind und sie versuchen, Fehler im Koran zu finden. Und das ist natürlich sehr weit hergeholt. Weil hingebreitet heißt ja nicht, dass die Erde nicht schon vorher da war. Und wenn Allah sich dem Himmel zuwandte, wie in der Surat Fussilat, da bestand er ja aus Rauch. Das heißt, er war ja schon da. Insofern, Allahu A'lam, wie die Reihenfolge ist. Und das ist auch für uns unerheblich. Wichtig ist für uns, dass wir diese Ayat verinnerlichen. Warum? Weil diese Ayat, es geht um die Rububiyya Allahs subhanahu wa ta'ala. Und dadurch ergibt sich seine Uluhiyya. Das heißt, dadurch, dass Allah Azza wa Jal alles erschaffen hat und niemand ihm entgegenwirken kann, daraus ergibt sich, dass er erstens der Anbetungswürdige ist, das heißt, es ist eine Antwort auf die Aussage von Pharaon, ich bin euer Gott, oder ich kenne keinen anderen Gott außer mich selbst für euch. Und es ist gleichzeitig eine Antwort auf jeden Menschen, der nicht glaubt an den Tag der Auferstehung. Weil wenn Allah Azza wa Jal diese Sachen machen kann, dann kann er andere Dinge erst recht. 31. Ayah, er hat aus ihr ihr Wasser und ihre Weide hervorkommen lassen. Das ist alles für uns. Und die Berge, er hat sie fest gegründet. Warum? Damit die Erde nicht wackelt, wie es an anderer Stelle im Koran heißt. Das heißt wiederum eine Wohltat Allahs, Azza wa Jal, uns gegenüber. Das heißt, wir erkennen die Barmherzigkeit Allahs in seiner Schöpfung für uns selbst. Dies als Nießbrauch für euch und für euer Vieh. Okay, und der Nießbrauch für euer Vieh, der kommt wieder euch zugute. Das heißt, das Kamel, das ihr reitet, die Kuh, die ihr melkt, das Schaf und die Ziegen, die ihr esst. In der 34. Ayah geht es wieder um den Tag der Auferstehung. Wenn dann der größte, überwältigende Umsturz kommt, und das ist sehr interessant, als hätte Allah subhanahu wa ta'ala jetzt die, und er hat auch die handfesten Beweise erwähnt, dass er imstande ist dazu, den Tag der Auferstehung herbeizurufen. Und dass es für ihn ein einfaches ist. Und jetzt sagt er uns, und es wird auch tatsächlich so sein. Und jeder Mensch, der diese Ayat verinnerlicht, der wird auch diesen Glauben im Herzen verspüren. Wenn dann der größte, überwältigende Umsturz kommt, das heißt auf Arabisch Tamma, und Tamma bedeutet überdecken, und gemeint ist, dass dieser Tag alles übersteigt und überdeckt, was wir an Furchtsamen kennen. Alles, was wir jemals kennengelernt haben an Angsteinflößendem, es wird durch diesen Tag überwältigt und in den Schatten gestellt. Und At-Tamma ist einer der Namen des Stoßes in das Horn. Das heißt, manche Gelehrte sagen, damit ist der Stoß in das Horn gemeint von Israfil, der zweite Stoß gemeint, At-Tamma. Und er ist schlimmer als jeder Schicksalsschlag. Denn zu diesem Zeitpunkt werden dann die Menschen auferstehen und sie werden zur Rechenschaft gezogen werden. Und jedem ungläubigen Menschen wird klar werden, dass er falsch gehandelt hat. Aber es wird zu spät sein. Am Tag, da der Mensch das bedenkt, worum er sich bemüht hat. Das heißt, er wird sich daran erinnern.
und er wird daran nachdenken, was er gemacht hat an Guten und an Schlechten, und zum Erscheinen gebracht wird der Höllenbrand für jeden, der sieht. Das heißt für jeden Menschen. Denn jeder Mensch kann sehen auf seine Art. Der Gläubige, dadurch wird er, wenn ihm die Hölle gezeigt wird, wird er Dankbarkeit zeigen. Und der Ungläubige, wenn er die Hölle sehen wird, wird dies für ihn eine zusätzliche Strafe und Erniedrigung sein. Was denjenigen angeht, wer das Maß an Frevel überschritten hat, das heißt, er war ein Kafir und ein Fasiq, und das diesseitige Leben vorgezogen hat, dadurch, dass er seinen eigenen Gelüsten gefolgt ist und seine Zeit und seine Energie und sein Geld daran investiert hat, seinen eigenen Neigungen nachzugehen, gewiss, so wird der Höllenbrand ihm Zufluchtsort sein. Das heißt, das wird der Ort sein, an dem er bleiben wird. Was aber denjenigen angeht, was aber jemanden angeht, der den Stand seines Herrn gefürchtet und seiner Seele die bösen Neigungen untersagt hat. Das ist das gegenteilige Beispiel des Erstens. Er fürchtet den Stand seines Herrn. Das heißt, er fürchtet sich in diesem Leben davor und sieht sich davor vor, eines Tages vor seinem Herrn zu stehen. Der Stand gemeint ist, dass man vor Allah subhanahu wa ta'ala eines Tages stehen wird, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch uns mitgeteilt hat, dass jeder von uns wird eines Tages vor Allah stehen, ohne dass es zwischen ihm und Allah subhanahu wa ta'ala einen Übersetzer geben wird. Und Allah wird ihm Fragen stellen und er wird sich diesen Fragen stellen müssen. Das ist genau das Gegenteil von demjenigen vorher, der sein Maß an Frevel überschritten hat. Warum? Weil er war nicht gottesfürchtig, aber der gläubige Mensch, er war fürchtig. Und in der 38. Aya hieß es, und das diesseitige Leben vorgezogen hat, weil er seinen Gelüsten ja gefolgt ist, wie wir gesagt haben. Und genau im Gegenteil dazu, der gläubige Mensch, der seiner Seele die bösen Neigungen untersagt hat. Das heißt, der gläubige Mensch hat, im Arabischen steht natürlich nicht die Bösen, das Wort Bösen, sondern einfach nur die Neigungen. Aber es ist bekannt, dass die Neigung, das heißt, deine Seele, sie ruft dich dazu auf, ihre Bedürfnisse zu stillen. Das heißt, du sagst, ich mag das und deswegen willst du das machen. Ich mag das Essen, deswegen willst du das Essen. Ich will das sehen, deswegen schaust du es an und so weiter und so fort. Aber der gläubige Mensch, er unterdrückt diese Neigungen, wenn er zum Beispiel fastet und er sieht das Essen vor sich, er isst nichts davon, dann gehört er zu diesem gläubigen Menschen. Das gleiche, was das Trinken angeht und das gleiche, was alle anderen verbotenen Dinge angeht. Und deswegen derjenige Mensch, der fastet, und derjenige Mensch, der seine Gebete regelmäßig verrichtet und so weiter und so fort, zweifellos gehört er zu den Menschen, die ihre bösen Neigungen untersagen. So wird der Paradiesgarten ihm Zufluchtsort sein. Das heißt, nach der Abrechnung, die ihn natürlich erwartet, wie jeden anderen Menschen auch. Sie fragen dich nach der Stunde, wann sie bloß feststehen wird. Das heißt, sie fragen dich nach dem Tag der Auferstehung, wann er eintreffen wird. Denn sobald er feststeht, das heißt, ist er eingetroffen. Aber diejenigen Menschen, die danach fragen, sind unterschiedlicher Art. Es gab zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam manche Menschen, und das sind die, die hier gemeint sind, die haben gefragt, aber im Sinne von, das wird sowieso nicht passieren. Und andere Menschen, sie fragen dich nach der Stunde, wann sie bloß feststehen wird. Wir haben gesagt, es gibt manche Menschen, die nach diesem Tag gefragt haben, weil sie nicht daran glauben. Das heißt, sie ziehen das ins Lächerliche. Wann wird dieser Tag sein, von dem du behauptest, dass er eintreffen wird? Du weißt doch selbst nicht, wann er eintreffen wird. Wenn er wirklich eintrifft, dann lass ihn doch jetzt sofort eintreffen.
Und wenn du selbst nicht weißt, dann ist es noch unglaubwürdiger, dass es tatsächlich die Wahrheit ist. Das ist die eine Art von Menschen. Aber es gibt auch andere Menschen, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt haben, wie ein Sahabi, der kam und sagte, Mata sa'a, wann ist denn der Tag der Auferstehung? Daraufhin sagte er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was hast du denn für diesen Tag vorbereitet? Daraufhin sagte er, nichts Besonderes, also nicht viele besondere Gebete oder nichts Großartiges, aber die Liebe zu Allah und seinem Gesandten. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Al-mar'u ma'a man ahab. Der Mensch wird mit demjenigen zusammen sein, den er liebt. Insofern sehen wir, die Absicht und die Art und Weise einer Frage spielt eine große Rolle. Sie fragen dich nach der Stunde, wann sie bloß feststehen wird. Was hast du über sie zu erwähnen? Gar nichts. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam weiß darüber nicht Bescheid. Er weiß nicht, wann die Stunde eintreffen wird. Nicht einmal die Engel. Niemand weiß, wann der Tag der Auferstehung eintreffen wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sind alle Ankündigungen, die es gegeben hat, besonders von den Juden, den Christen oder anderen Völkern, alle falsch gewesen und haben sich als falsch herausgestellt und werden sich auch als falsch herausstellen, falls es noch andere Ankündigungen gibt. Und manche haben gesagt, das Jahr 2000, und manche haben gesagt vorher, manche gesagt haben nachher. Und alles hat sich als falsch erwiesen. Warum? Weil sie über Allah und seinen Gesandten lügen. Zu deinem Herrn ist ihr Endziel. Das heißt, zu deinem Herrn ist das Wissen um die Stunde. Das heißt, wenn jemand danach suchen wollte, wo das Wissen ist über den Tag der Auferstehung, so wird er am Ende ankommen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Du bist nur ein Überbringer von Warnungen für jemanden, der sie fürchtet. Im Arabischen steht innama anta munziru man yakhshaha. Das heißt, das Wort Überbringer können wir eigentlich weglassen. Du bist nur ein Warner für jemanden, der sie fürchtet. Und in einer anderen Leser von Abu Ja'far heißt es munzirum man yakhshaha. Also statt munziru, munzirun. Das heißt, dann würde man ungefähr so übersetzen, du bist nur ein Warner für einen jeden, der sie fürchtet. Man könnte es aber auch so besetzen, wie es da steht. Das heißt, du bist ein Warner für jemanden, der sie selbst fürchtet. Aber du, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er weiß nicht, wer sie fürchtet und wer sie nicht fürchtet. Und deswegen macht man Da'wah mit jedem Menschen. Das heißt, derjenige, der wirklich davon profitiert, das ist derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala, das ist derjenige, der den Tag der Auferstehung fürchtet. Gemeint ist natürlich, was darin geschehen wird, die Abrechnung. Das heißt, letztendlich, er fürchtet Allah azza wa jalla. Am Tag, da sie sie sehen, wird ihnen sein, als hätten sie nur einen Nachmittag verweilt oder seinen dazugehörigen Vormittag. Wer sie also nicht fürchtet, die Stunde, den Tag der Auferstehung, der lässt sich auch nicht ermahnen. Aber an dieser letzten Aja erkennen wir, dass das Leben, solange es auch andauern mag, es kommt einem sehr kurz vor. Und das merken wir, wenn wir schlafen. Es kommt uns vor, als wären wir Minuten nur weg. In Wirklichkeit waren wir Stunden weg. Und genauso ist das ganze Leben auch. Wenn wir gestorben sind und zurückblicken auf das, was wir in diesem Leben erlebt haben, wird es uns vorkommen, wie Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, als hätten wir nur einen Nachmittag, Ashiyah ist die Zeit nach dem Mittag bis zum Abend, zwischen Mittag und Abend nur die Zeit verbracht. Oder die Zeit zwischen dem Sonnenaufgang und der Mittagszeit, Ad-Duha. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen die Kraft geben, dass wir auf diesen gewaltigen Tag hinarbeiten, auf dass wir an diesem Tag zu den Erfolgreichen gehören werden.
Wir lernen aus dieser Sura erstens, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Geschichte von Moses als Trost für jeden Da'iyah herabgesandt hat. Wir lernen zweitens, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit Moses direkt gesprochen hat. Deswegen nennt man Moses Kalimullah, das heißt derjenige, mit dem Allah direkt gesprochen hat. Wir lernen, dass die Tazkiya, die innere Reinigung eines Menschen, dadurch vollzogen wird, dass er den Islam auslebt. Wir lernen viertens, dass die Ehrfurcht vor Allah subhanahu wa ta'ala erst kommen kann, wenn man seinen Herrn kennengelernt hat. Nur wenn man seine Religion kennt, kann man seinen Herrn fürchten. Wie willst du Allah fürchten vor zum Beispiel Zinsen, wenn du nicht weißt, was Zinsen sind? Wie willst du Allah fürchten in Bezug auf deinen Hijab, wenn du nicht weißt, wie der Hijab auszusehen hat? Fünftens, Wunder, Mu'jiza, müssen nicht zum Iman führen. Sechstens, wir haben in diesem Ayat einen Beweis für eine Thematik in Usul Fiqh, heißt Qiyasul Aula, weil Allah subhanahu wa ta'ala erklärt uns, dass er der Schöpfer ist von Himmel und Erde, und daraus ergibt sich logischerweise, dass die Wiederauferstehung eines verstorbenen Menschen noch einfacher ist als die Schöpfung von Himmel und Erde. Das heißt, wir lernen aus einer Sache eine andere Sache zu schlussfolgern, die logisch ist. Und das ist ein Beweis in der Religion Allahs. Und siebtens, wir lernen, dass niemand weiß, wann der Tag der Auferstehung stattfinden wird, auch wenn manche Menschen das behaupten. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.